Etwas fehlt uns jetzt noch. Eine Energiezelle. Und die finden wir dort. Wimmelt es überall nur so von Max. Ich gebe euch von hier oben Deckung. Da sind sie! In Deckung! Hab ein! Macht zwei! Wovon zum Teufel redet er? Max, keine Bange! Die pixifiziere ich! Wovon zum Teufel redet er? Umgelegt als Monkey. Ich treffe euch auf der anderen Seite. Hey. Hey, was hast du gemacht? Das war wohl ein Kurzschluss. Wie kommen wir hier weg? Keine Ahnung. Wow, hier ist es ganz schön dunkel. Riecht auch nicht besonders gut. Ich weiß nicht. Hier, lass mich mal. Hier gibt's frische Luft. Ach, halt die Klappe. Ich war hier noch nie. Macht mich ein bisschen nervös.
Woher weißt du dann, dass es hier eine Energiezelle gibt? Bin schon oft drüber geflogen. Wow. Schau dir das an. Wieso ihm dieser Ort wohl Angst macht? Weiß nicht. Na los, wir sind fast da. Monkey, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Wie machst du das mit deinen Haaren? Was? Max, vor uns. Okay, die übernehme ich. Scheint eine gute Stelle zu sein. Bereit, wenn du es bist, Monkey. Ich bin immer bereit, Pixie. Sei besser vorsichtig, Monkey. Ich hätte dir fast das Hirn aus dem Schädel geblasen. Aus Versehen. Hey, Trip. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass dich das Schicksal in der Hand hat? Ja, manchmal. Tja, ist nicht das Schicksal, sondern ein Riesen-Mac. Na los, wir sind fast da. Also, Monkey, trägt man das jetzt so? Oh, Mann. Ja, ich meine ja nur, das ist ein krasses Styling. Also, hier wäre die Energiezelle. So ein Glück. Das Ding liegt da. Einfach rum. Also soll ich sie holen, ja? Ja. Okay. Oh, eins noch, Monkey. Was? Pass auf das Rhino auf. Das Rhino? Scheiße, was zum Teufel ist das? Thank you.
bringe es dazu, den Brenner anzugreifen! Aber nicht sonderlich stabil aus. Wir wären bloß Freunde. Ich weiß, was das heißt. Ein Langkörper hat in den Kopf verdreht. Keine Ahnung, wovon du redest. Wenn du ein bisschen Grips hättest, würdest du kein Mädel anmachen, das gerade seinen Vater verloren hat. Ah, das ist also deine Masche, hä? Die Schulter zum Ausweis. Ist doch irre. Jawohl, irre Schlau. Nein, nein, so dumm! Und das junge Mädchen gegen die mächtigen Sklavenhändler. Ein tolles Team.